Im Namen Allahs, des Barmherzigen, des liebenden Erbarmers. Ja, also was uns interessiert hier, dass man das Kind bzw. den Jugendlichen indirekt integriert in der Arbeit, ja, und zwar im Praktischen, also praktisch integrieren. Und jetzt kommen wir zu der Frage, welche Rolle sollst du eigentlich als junger Mann und junge Frau eigentlich bei den islamischen Vereinen spielen? Ja, du sollst die beste Rolle spielen. Wir müssen alle eins verinnerlichen, dass wir alle Teile eines Motors sind. Und diese Räder, und diese, die in den Motor sind, sie haben diese Zähne, die ineinander einrasten. Und nur durch dieses Einrasten und durch dieses Schleifen und durch dieses Ölen der Teile und dass das Öl hohe Qualität hat und dass das erneuert wird und dass das gepflegt wird und dass die Teile immer gepflegt werden, nur damit können wir also stark funktionieren. Und diese Zähne sind wir alle. Wir vervollkommnen einander und wir stärken dieses gesamte System. Viele sehen bei Al-Amr wal-Ma'ruf und Nahi al-Munkar, sehen das ein bisschen eng, Al-Amr bil-Ma'ruf, das Gute gebieten, das Schlechte verbieten, ja, indem du, was haram ist, sozusagen, ja, verwehrst und du sollst davon warnen und so weiter und das Gute sollst du dazu rufen. Das ist eine enge Betrachtung, eine kleine Betrachtung für Al-Amr bil-Ma'ruf und Nahi al-Munkar. Al-Amr bil-Ma'ruf und Nahi al-Munkar ist noch viel breiter als das. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. الآية الله سبحانه وتعالى hier bezeichnet uns so. Er sagt, die gläubigen Männer und die gläubigen Frauen sind untereinander verbündet أولياء. Wir sind untereinander verbündet. Und wir gemeinsam, Ya'murun, in der Mehrzahl, Ya'murun, also wir gebieten gemeinsam das Gute und verbieten das Verwerfliche und verrichten gemeinsam das Gebet und spenden gemeinsam und machen Gehorsamkeitstaten gemeinsam. Und dieses Gemeinsame ist es sehr wichtig. Niemals können wir etwas erreichen durch einzelne Initiativen. Und durch einzelne Arbeit, rechts und links, niemals können wir etwas erreichen, wenn wir nicht zusammenhalten. Und wenn jeder sich zurücklehnt und sagt, okay, ich bin als Zuhörer, als Zuschauer und alle machen das Gleiche, dann werden wir niemals mit der islamischen Arbeit vorankommen. Erstmal, wir müssen dieser Verantwortung bewusst sein, was Allah subhanahu wa ta'ala uns auf unseren Schultern hier in diesen Ländern. Wir sind die Boten, die Botschafter des Islam in diesem Land, ob du willst oder nicht. Man sieht an dich den Islam. Und wir müssen diesen Islam in bester Art und Weise repräsentieren. Die Zeit von unseren Eltern, die das alles aufgebaut haben, wird demnächst enden. Und ihr seid und wir sind die Träger dieser Arbeit und die Träger dieser Verantwortung. Und natürlich müssen wir reif sein für die Herausforderung in dieser modernen Zeit, wo die Professionalität eine der wichtigsten Qualitätsmerkmale ist. Wenn du etwas nicht qualitativ ist, kommt nicht bei der Menge und bei der Masse von den Menschen an. Und hier kommt das ja, Ikhwan, dass wir unsere Arbeit präzise und ausgezeichnet verrichten. Wie der Prophet sagt, inna Allah yuhibbu idha amila amalukum ahadukum amalan an yutqinah. Ja, Allah liebt das,
wenn wir eine Arbeit machen, dass wir das in einer ausgezeichneten Form machen. Ausgezeichnet in bester Qualität. Ja? Und die Zeit von Standard-Moscheen, Standard-Dauer ist vorbei. Ich meine, wenn wir auch als Jugendliche für später immer denken, die Moschee ist da, wo man betet, und danach gibt es einen Shawarma-Laden, und dann gibt es ein Geschäft, und dann gibt es Toiletten, und dann gibt es einen Cafeteria-Bereich und einen Hof, ist vorbei. Wir müssen mal die Botschaften der Moschee, die sollen noch entwickelt werden, erweitert werden und an den Herausforderungen unserer modernen Zeit angepasst werden. Und ich habe mich gefreut, ich war unten, ich habe euch gehört, ich habe mich gefreut, dass Theater gespielt wird, ja, dass sowas eingeführt wird als extra Unterhaltungsstück. Und dann öffnet man so ein Fenster. Damals habe ich in diesem Ort auch erwähnt, wie wir eigentlich die Moscheen der Zukunft uns vorstellen und wie wir nicht Moscheen, sondern islamische Zentren vorstellen. Wir müssen ein Paket haben von allen Sachen. Ich stelle mir die Moscheen nicht so vor, okay, da ein Platz, wo Gebetsteppiche sind, da kommen die Leute und kommen uns besuchen. Die Da'wa stelle ich mir nicht mehr vor, dass wir einen Minbar haben und dass wir mal einen Tisch und einen Vortrag und ein Referat. Das ist klassisch. Das gibt es seit 1000 Jahren schon so. Ich stelle mir eine andere Da'wa-Art vor. Dass wir in allen Bereichen des Lebens wirken. Und unser Motto dabei ist die Ayah von Surat al-A'raf. Ein umfassende Ayah, die zeigt, sag, mein Leben und mein Sterben ist nur für Allah. Das heißt, es soll alles nach den Maßstäben von Allah subhanahu wa ta'ala aufgebaut werden. Wie stelle ich mir die Arbeit vor? Ich stelle mir ein erfolgreiches Zentrum so vor, dass in jeder Stadt ein islamisches Zentrum mehrere wichtige Bereiche deckt. Ein kultureller Bereich, wo man vieles findet. Eine Gruppe für Theater oder mehrere Gruppen von Theater, Gesanggruppen für Kinder und so Tanzgruppen für Kinder, wo wir unsere Produkte und die Leute, die sowas führen, sie sollen aus dem Bereich stammen. Das heißt, die kulturelle Abteilung und Departement leitet, er soll auch jemand, eine studierte Person, die den Ada dafür hat und Gefühl und Liebe, und dann kann er auch kreativ in diesem Bereich wirken. Genauso wie zum Beispiel, dass in den Städten, es gibt überall Museen und Ausstellungsorte, und dass wir sowas auch einführen, einen Ausstellungsort. Und dieser Ausstellungsort bietet über das ganze Jahr über vieles, großes Angebot. Ja, wenn die Zeit von Ramadan ist, dann kann man eine Woche machen über die verschiedenen Esssitten bei Ramadan in den verschiedenen Völkern. Hier haben wir verschiedene Nationalitäten, Bosnier und Tschetschenier und Araber und also Marokkaner, Türken, ja, und das sind einfach eine Ausstellung, wieso ist ihr so, wieso ist ihr so, steht, und die Sitten bei Ramadan, die Esssitten bei Ramadan, die Leute, die kommen nicht, um Islam kennenzulernen, sondern sie kommen, weil sie interessiert sind, was ist denn Ramadan, ja, und dann bei Zuckerfest, dass man auch Ausstellungen macht. Und bei Hajj, in der Hajj-Zeit, wo alle über Hajj reden, dann macht man auch eine Ausstellung extra für Hajj, dass man sogar Sachen ausleiht aus dem Ausland, bestimmte Funde, bestimmte historischen Gegenstände, die hier nach Deutschland für eine Woche, zwei Wochen eingeführt werden. Das kann man mit vertraglich so vereinbaren. Und dann macht man Audiodateien, die man hört mit Bildern, beweglichen Bildern über Mekka, über die Kaaba, Abraham, da kommt der deutsche Besucher, er kommt nicht zu einer Moschee, sondern er kommt zu einem
interkulturellen, kulturellen islamischen Zentrum, wo er reingeht und er will über Opferfest hören. Dann hört er die Geschichte von Kaaba und dann hört er Ibrahim, Ismail, sagt, ach so, habt ihr auch solche Propheten? Und das ist eine indirekte Dawa. Oder manchmal sogar islamischer Tourismus. Zum Beispiel Islam in Thailand. Das ist eine komische Kombination, ne? Aber es gibt es. Es gibt viele, die gehen nach Thailand und interessieren sich für das Land. Und wenn du eine Ausstellung über Islam in Thailand machst, kommen so viele Interessenten, ich möchte gerne wissen. Und das ist auch ein Anhaltspunkt, um überhaupt Brücken aufzubauen. Oder über islamischen Tourismus, was kann man in der islamischen, im islamischen Tourismus alles, das sind Ausstellungen. Und wir können natürlich in einem islamischen Zentrum, so stelle ich mir das auch so vor, dass es solche Debattencafés und Diskussionscafés gibt, wo Jugendliche einfach da sind, da gibt es Kaffee und da wird diskutiert. Und da, ja, wie damals die Philosophen in Athen, und ja, da kommen sie und reden und erzählen über bestimmte Themen und so. Wunderschön. Ja, du siehst Bildung, du siehst Wissen. Ja, und natürlich andere Bereiche, Bildungsbereich, das heißt, dass man eine Bibliothek aufbaut, dass man dafür ein System integriert. Sowas. Das ist die Dawa, die heutzutage die Menschen anspricht. Und du sollst dabei teilnehmen. Und du sollst die Selbstinitiative ergreifen. Die meisten, leider, wir sind passiv eingestellt. Entweder durch Erziehung, durch die Mentalität, die wir im Hintergrund haben. Und davon müssen wir uns erstmal endlich mal loslassen. Dass wir einfach diese Initiativen, Selbstinitiativen ergreifen, dass wir sagen, ich möchte hier aktiv wirken. Ich möchte etwas machen. Und jeder aus seinem Bereich. Und wenn du nicht unbedingt bestimmte Interesse hast, dann erwecke bei dir bestimmte Interesse. Und das ist eine Sache, die wir im Kopf halten müssen. Nur damit können wir diese Arbeit vorantreiben. Aber wichtig ist, damit diese Verschleißteile dieses Motors und damit alle diese Mittel, die wir für die Pflege brauchen, damit das alles gut funktioniert, da brauchen die Teile, die müssen auch richtig passen, die müssen auch original sein. Und die Teile, das sind wir. Das heißt, wir müssen in der Lage sein, auch eine islamische Arbeit zu führen und zu gestalten.